Hallo und herzlich willkommen im Arbeitszimmer. Im Keller ist immer noch zu kalt. Hier ist es auch nicht gerade warm, deswegen habe ich auch ein Jäckchen an. Aber es bietet sich eben einfach an, wenn ich jetzt hier schon aufgeräumt habe, dass ich jetzt hier dann auch hin und wieder dann mal sitze zum was erzählen. Ne? Außerdem ist hier keine Heizung so laut, was auch im Winter ein Problem ist. Und man kann die Füße hochlegen. Das seht ihr zwar nicht, aber das ist bequem. So, die Zeidelei. Machen wir weiter. Zeidelei oder Zeidelwesen oder Waldzeidlertum oder wie immer man das jetzt auch aus heutiger Sicht nennen möchte, beschreibt die wilde Bienenzucht. Allerdings nicht in Bienenstöcken, sondern quasi im Wald. Und man muss da bei dieser Sache schon quasi sagen, weil, also zumindest da, wo direkt die Biene gezüchtet wurde, war dieser Wald gar nicht mal so waldartig. Ist also auch wieder was, wo man ganz klar den Wald einem bestimmten Nutzungszweck untergeordnet hat. So, Zeidelei ist keine Imkerei. Imkerei bedeutet ja, dass man Bienen in Bienenstöcken entsprechend hält und hegt und pflegt. Das, da kann man sich jetzt streiten, ist vielleicht sogar noch älter als die Zeidelei, wie wir sie aus Mitteleuropa kennen. In Mitteleuropa selber allerdings sieht es so aus, als sei die Zeidelei ein bisschen älter als die Imkerei. Ja? Wobei man natürlich sagen muss, eben geimkert haben vielleicht schon die Ägypter, haben vielleicht die Phönizier, haben eventuell auch schon die Griechen. Ich habe mich jetzt nicht so intensiv mit der Geschichte der Imkerei beschäftigt, aber mit Sicherheit ist die Imkerei älter, weltweit gesehen, als die Zeidelei für Mitteleuropa. Ja? Aber da wir uns da nicht zu weit rauswagen wollen und Imkerei ja auch oft außerhalb des Waldes stattfindet, bin ich da überhaupt nicht für zuständig. Und dementsprechend widmen wir uns eben nur der Zeidelei. Ne? So, und die hat angefangen, zumindest in Mitteleuropa, also sprich Deutschland plus eben Nachbarländer wie immer, ungefähr um das Jahr 1000 herum, vielleicht hat man auch 800 schon so langsam angefangen, aber so grob um 1000 wurde das dann immer beliebter. So, was ist das? Müssen wir als erstes klären. Dann gehen wir noch ein bisschen auf die historischen Hintergründe und die Besonderheiten der Zeidler und deren Alleinstellungsmerkmal. Das waren hoch angesehene Leute. Das so viel verrate ich schon mal. Gehen wir dann gleich noch drauf ein. So, also, anders als bei der Imkerei, wo man einen Bienenstock zusammenbaut, also einen Kasten, sage ich jetzt mal vorsichtig, wo dann eben entsprechend die Bienen drin wohnen und da eben ihren Honig in diesen Rahmen ablagern, beziehungsweise das Wachs, die Waben eben in diesen Rahmen anlegen und man kann diese Rahmen dann hier eben rausziehen und dann entsprechend, ja, das haben wir alle hoffentlich schon mal gesehen, wie das funktioniert und ich bin kein Imker und da wirklich kein Profi, aber gesehen habe ich das auch schon oft, dass dann diese Waben eben entsprechend voll sind mit Bienen, die man dann vorher betäuben muss mit etwas Rauch. So, der große Vorteil daran ist, dass man natürlich mobile Bienenvölker hat, die man mal hier hinstellen kann, mal da hinstellen kann. Ich denke, allzu oft sollte man das auch nicht wechseln, das weiß ich nicht. Aber jedenfalls sind sie potenziell mobil und man kann auf seine Völker entsprechend schön aufpassen. Und wenn sie irgendwie nichts mehr zu futtern finden, dann nimmt man sie halt woanders mit hin, wo es jetzt wieder was gibt und so weiter. Ja, also das hat viele, viele Vorteile, die Zeidelei damals nicht hatte, denn die Zeidelei ist eher eine Wildbienenbevorzugung. Zucht, ja, eigentlich ist es schon eine Zucht, aber für heutige Begriffe sehr wenig züchterische Eingriffe dabei. Was hat man da gemacht? Also, man ist größtenteils in Nadelwäldern, weil wir alle kennen den Tannenhonig beispielsweise, ja, hat man vor allen Dingen in Nadelwäldern in 6 Meter Höhe an einzelnen ausgewählten Bäumen, und ich kann noch nicht verraten, wie man entschieden hat, welcher Baum jetzt gut geeignet ist und welcher nicht. Das ist einfach nicht überliefert. Das wären die Details der Zeidelei, die nur die Zeidler selber kennen und vielleicht haben sie es auch irgendwo aufgeschrieben, aber entsprechende Dokumente liegen mir nicht vor. Aber in circa 6 Meter Höhe hat man künstliche Hohlräume in die Bäume gehackt, mit irgendeinem Meißelchen oder was auch immer. Die müssten gar nicht so riesengroß sein. Und diese Hohlbäume hat man dann mit einem Brett,
dass nur entsprechende Öffnungen hatte, die groß genug sind, dass da halt eben entsprechend Wildbienen durchpassen. Man muss dazu sagen, damals gab es noch jede Menge verschiedene Wildbienen. Da wird man sich also auch vielleicht in der Lochgröße variiert haben, damit unterschiedliche Arten von Wildbienen eben unterschiedliche Bäume bewohnen können. Ja, und hat eben diese Löcher dann mit diesen Brettern, mit den Einfluglöchern verschlossen. Und das war's. Ja, also im Grunde hat man lediglich für die wilden Bienen Wohnraum zur Verfügung gestellt, an einer definierten Stelle, die man kennt, zu der man dann wieder hingeht, irgendwann, wenn die Bienen halt fleißig gewesen sind, das Brettchen abmontiert, beziehungsweise zuerst mit diesem Rauchblasegerät, ne, also irgendwie da Rauch macht und oder mit einem brennenden, was wird es gewesen sein, Stroh, Heu, irgendwie sowas, ich weiß es nicht, aber mit irgendeinem brennenden, sehr raucherzeugenden Objekt wird man da vorher auch gewedelt haben. Es gibt entsprechend historische Abbildungen, auf denen das zu sehen ist. Eine habe ich tatsächlich sogar gefunden, die ich hier einblenden kann und darf vor allen Dingen. Ich habe noch mehr gefunden, aber die darf ich nicht einblenden, wegen Urheberrecht, aber diese eine darf ich. Und hat damit eben die Bienen betäubt, hat dann diese Holzplatte wieder rausgenommen und im Idealfall ist dahinter halt ein Bienenvolk eingezogen gewesen und hat da eben entsprechend Honig und vor allen Dingen auch Wachs produziert. Das war unglaublich wichtig, weil bis man Zuckerrohr importiert hat und noch später dann die Zuckerrübe bei uns angepflanzt hat, war Zucker bzw. generell Süßmittel, Süßstoff nicht, das ist noch später, Süßstoff ist noch später, aber irgendwas zum Süßen war wahnsinnig selten und das Einzige, was da in Frage kam, was man hatte, war Honig tatsächlich, direktes Süßen von irgendwas. Dementsprechend war Honig heiß begehrt und sehr selten bzw. sehr teuer, weil so furchtbar viel hast du halt auch nicht von gegeben. So, und gleichzeitig, Wachs war auch extrem wertvoll. Der einfache Stadtbewohner, der nicht viel Geld hatte, hat mit Kienspan gearbeitet. Das hatte ich auch an verschiedenen anderen Stellen schon erzählt. Der klassische Kienspan, den kennen wir ja alle jetzt als Waldläuferchen, hat man da ja schon häufiger Kontakt mit dem Zeug gehabt. Vor allen Dingen sehr dünne, sehr kleine, wirklich nur Späne hat man nämlich gebraucht. Erstens, um abends irgendwie die Bude zu beleuchten. Zweitens, ganz wichtig, gerade die sehr dünnen Späne, um des Nachts den Weg zum Klo zu finden, weil das Klo war ja keinesfalls irgendwie das Zimmer nebendran, sondern das Klo war oft eben ein kleines Hüttchen im Garten, gerade bei den ländlich lebenden Leuten, wo man dann durchaus einen relativ mehr oder weniger weiten Weg zurücklegen musste, um eben zum Klo zu kommen, damit es in der Hütte halt nicht ständig so stinkt. In den Städten war das noch ein ganz anderes Problem, da wird sowieso überall gestunken haben wie Sau. Stadtluft macht frei, aber stinkt bekanntlich. Und unter anderem dafür wurde halt Kienspan verwendet, wenn man sich dann keine Kerzen hat leisten können. Kerzen waren also ein hochbegehrtes und auch wichtiges Leuchtmittel, aber nur für die Upper Class, ne? Beziehungsweise die armen Leute, wenn sie vielleicht mal ganz selten mal einen Kerzenstummel hier und da vielleicht mal geleistet haben. Kunstwachs kannte man nicht, nur echtes Bienenwachs kam in Frage, um Kerzen zu ziehen. Ne? Also das war schon wirklich alles super, super heiß begehrt und da kommen jetzt eben unsere Zeitler ins Spiel, die eben die Kunst der Auswahl der richtigen Bäume, wo die Bienen dann eben entsprechend auch reingehen, nachdem man ein Loch reingemacht hat, beherrscht haben. Und nochmal, wir wissen nicht, wie die das ausgewählt haben. Das Einzige, was wir wissen, ist, dass es sich im Regelfall um Nadelbäume gehandelt hat und auch um Nadelwälder, in denen das stattgefunden hat. Wir wissen ebenfalls, dass sie die Bäume schon so ausgewählt haben, dass in der Umgebung des Baumes jede Menge Futter für Bienen zu finden ist, also jede Menge Nektar und auch Pollen natürlich da ist, womit sich die Bienen also schön satt futtern können. Und ja, dazu kam allerdings noch, anders als bei der Imkerei, dass man den Bienen einfach den Honig geklaut hat und dann war er halt weg. Das heißt, das waren so mehr oder weniger Einwegbienenvölker in der Zeitlerwirtschaft. Das mag schon sein, dass sich im gleichen Baum nochmal im nächsten Jahr ein anderes Bienenvolk angesammelt hat, aber einfach Zuckerwasser als Ausgleich oder da muss ich jetzt auch wieder passen, ich kenne die Details der Imkerei nicht, ich weiß nur grob, dass man den Bienen
teilweise ein bisschen Zuckerwasser, muss man wohl auch nicht zwingend machen, man kann wohl auch einen Teil vom Honig immer übrig lassen, ich weiß es nicht, aber ein bisschen Zuckerwasser zumindest zur Verfügung stellt, um eben den fehlenden Honig zu ersetzen, damit es den Bienen eben gut geht und die Bienen trotzdem eben was zum Schlürfen haben. Und das hat man bei der Zeidlerei nicht gemacht und deswegen war das auch keine besonders nachhaltige Angelegenheit vermutlich. Ja. Übrigens, wenn man da schon auf den Baum gestiegen ist mit Leiter in diese 6 Meter Höhe, um eben diese Höhlen anzulegen, dann hat man auch gleich, und deswegen ist es auch nur so eine halbe Waldnutzung, weil man hat auch gleichzeitig dann noch in der Krone jede Menge Äste weggeschnitten, damit der Baum, wenn man schon so einen Aufwand betreibt, auch ja, A, nicht so sturmwurfgefährdet ist. Ja, man will ja nicht, dass einem der Baum umfällt, wo man seine Bienen drin hat. Und B, dass der Bau, die Höhle mehr Licht abbekommt, ja, dass die Sonne da mehr drauf knallt. Und je wärmer es ist, desto positiver ist die Entwicklungszeit der Eier von den Bienen, denn die schlüpfen schließlich und ergreifen schneller, wenn sie es wärmer haben. Ja. Und auch die Aktivitäten im Bau, Reproduktionsrate und alles, was da sonst so stattfindet, sind einfach höher, wenn es wärmer ist. Also das wird vielleicht auch noch eine Rolle gespielt haben, beziehungsweise ob man das damals schon wusste, weiß ich nicht, aber es ist auf jeden Fall ein Faktor, wo man sich heute sicher sein kann, das hat geholfen. So, das also so zum Groben, was machen die eigentlich? Und jetzt gehen wir noch ein bisschen auf die Historie, was ist mit, waren die denn angesehen und was waren da so die Besonderheiten ein? So, also die Rechte der Zeidler gehören vielleicht zu den frühesten festgelegten Rechten, die man also auch wirklich schriftlich fixiert hat, wer wann, wie, wo, was im Wald tun darf. Da war die Zeidelei ganz früh dabei. Bei den Bajuwaren, also den ganz vorsichtig ausgedrückt heutigen Bayern und auch bei den Westgoten gibt es da durchaus alte Dokumente, in denen das erwähnt wird. Ursprünglich, ganz, ganz früh, ist es noch frei, sich wilde Bienenschwärme anzueignen. Aber relativ bald wurde das dann auch so ein bisschen reglementiert, beziehungsweise es wurde üblich, dass der Landbesitzer, auf dessen Land sich jemand wilde Bienenschwärme angeeignet hatte, dem ein bisschen was abzugeben. Zuerst Honig, später Geld. So, und ab dem Hochmittelalter sind dann natürlich entsprechend die Landesherren, also König, Kaiser oder wer auch, wie auch immer sich der jeweilige örtliche Herrscher gerade genannt hat, auf die Idee gekommen, ja Moment, nee, der Wald gehört ja uns, also gehört uns logischerweise auch die Zeidelei und wer da Zeidelei betreiben möchte, der muss natürlich auch wieder eine Abgabe an uns entrichten, beziehungsweise wir geben dem ein Gebiet zum Zeideln als Lehen. Diese Abgabe, auch zuerst Honig, später Geld. Geld war natürlich angenehmer, weil Geld lässt sich besser transportieren. Das sehen wir übrigens auch in vielen Bereichen im Mittelalter, dass ursprünglich rechtlich gesehen erst Naturalienabgaben vereinbart waren und fällig waren und später, aber nach und nach, die Schuldner auf die Idee gekommen sind, doch lieber in Geld zu bezahlen, weil dann müssen sie nicht 37 Schafe von irgendwie, keine Ahnung, über 3 Tage hinweg bis zum Markt treiben, wo sie die abliefern müssen, sondern es ist halt einfach praktischer, wenn man mit einem Säckelchen mit Kupfermünzen oder was auch immer diese Strecke zurücklegt. Und das war bei den Zeitlern genauso. Klar, ein paar Töpfe Honig sind jetzt noch einfacher zu transportieren als 37 Schafe, aber es hat sich immer mehr durchgesetzt, dass man nach und nach solche ursprünglich in Naturalien zu entrichtenden Zehnten, das war jetzt hier nicht der Zehnte, aber sowas in der Richtung, später dann in Geld durchgeführt hat. Sofern es sich nicht wirklich um Getreide gehandelt hat, das musste schon, die wollten ja auch was zu essen haben, die Herren, tatsächlich dann in Naturalien weiter entrichtet sein. Ne? Ja, interessant ist übrigens auch, dass das damals ein doch so wichtiger Beruf war, dass wir ein paar Begriffe finden aus der Zeidelei, die dann später wieder ins deutsche Nachnamenwesen übergangen sind. Also sowas wie Müller, dass der Müller ursprünglich mal von jemandem abstammt, der tatsächlich Müller gewesen ist, ist naheliegend. Oder der Schäfer, der ursprünglich mal von jemandem abstammt, der das dann mal gewesen ist. Oder Bäcker oder
Fleischer oder wie auch immer die Leute entsprechend dann heißen, die Berufsnamen als Namen haben. Ich nicht, weil Tüxen bedeutet so viel wie Sohn des Tycho, Tychosen, das sich dann im Lauf der Jahrhunderte auf Tüxen verkürzt hat. Und irgendwie hat sich dann das X noch eingeschlichen, weil ursprünglich Tycho ja nichts mit X zu tun hat und Sen auch nicht. Ne? Deswegen, ich habe keine Berufsherkunft in der Namensherkunft, aber wenn man zum Beispiel Bienert heißt, ja, oder leichte Abwandlung von Bienert, dann stammt das tatsächlich aus der Zeilei und meint den Bienenwart. Bienert, verkürzt Bienenwart. Der wurde teilweise dann auch in der Spätzeit der Zeidelei auch einfach immer gleich der Bienert genannt und das ist dann damit entsprechend genauso ein Name wie Müller im Grunde. Ja. Außerdem gab es noch Leute, die hießen nach Beute, weil Beute hat man die Wohnung der wilden Bienen genannt, also diesen in den Baum geklopfte Höhlung, die man dann mit diesem Loch, mit diesem Brett verschlossen hat, das hieß Beute, diese Öffnung. Und Beutenmüller zum Beispiel, um einen Familiennamen zu nennen, der damit in Verbindung steht, hießen dann die Leute, die eben diese Beuten gemüllert haben, ja, gemacht haben. Und alle möglichen verschiedenen Namen gibt es wohl, die mit eben diesen Beuten in Verbindung stehen und aus der Zeitlei hervorgegangen sind. Es gab einzelne Wälder deutschlandweit, in denen die Zeidelei besonders lukrativ gewesen sind, ist. Und ein Beispiel, das bestimmt hervorsticht aus der Masse, ist der Nürnberger Reichswald. Der ist für vieles bekannt, unter anderem für seine großen Kiefernbestände. Die hat es damals im Mittelalter schon gegeben. Das sind relativ sandige, arme Böden. Da wächst nicht viel außer Kiefer, aber unter der Kiefer, da Kiefernwälder ja sehr licht sind und sehr viel Licht nach unten lassen und die Böden sehr sauer sind, wächst da typischerweise Calluna vulgaris, das Heidekraut. Und das Heidekraut ist natürlich ein wunderbares Pflänzlein, wenn es um die Bereitstellung von eben Honig geht, beziehungsweise Nektar für die Bienen. Und deswegen war das wohl relativ ideal im Nürnberger Reichswald bei den Kiefern, die selbst so auch noch ein bisschen was abgegeben haben, genau wie die Tannenhonig. Ich kennt man ja auch, und eben diesen zusätzlichen großen Heidelandschaften unter den Kiefern war das wohl ein ziemlich ideales Gebiet, um die Imkerei zu betreiben. Und das hat da eben vor allen Dingen dort stattgefunden. Und zwar haben sie den Nürnberger Reichswald zum Reichspingarten erklärt und haben den Zeidlern jeweils Gütern als erbliche Lehen überlassen. Die zahlten dann dafür eine Abgabe, wie gesagt zuerst in Honig und später in Geld. Und das führte dazu, dass wir im Nürnberger Reichswald, der dann quasi nur der Zeidelei gewidmet war, 27 Zeideldörfer und 92 Zeidelhöfe als Reichslehen hatten. So ein Reichslehen ist jetzt was Besonderes. Wer mal ein bisschen in Geschichte aufgepasst hat, hat vielleicht schon mal was von einer freien Stadt gehört und viele Städte, zum Beispiel Freiburg, deswegen heißt das so, hatten einen großen Wert darauf gelegt, eben entsprechend, es gibt ja auch relativ viele Städte mit frei im Namen, auch deswegen, weil sie halt freie Städte geworden sind, das hängt damit immer sehr zusammen, die dann nur dem jeweiligen Monarchen, Kaiser, Herrscher, König, was auch immer, unterstanden haben und dementsprechend Sonderrechte genossen haben und sie mussten sich nicht damit rumprügeln, mit irgendwelchen kleinen lokalen Grafen allzu viel Ärger zu haben, weil sie waren ja frei und unterstanden nur dem Herrscher direkt. Ja? Normalerweise ist das ja dieses Feudalsystem, der Herrscher gibt es weiter an den Nächsten, der drunter ist, der gibt es weiter an den, der drunter ist, der gibt das dann wieder weiter an den, der drunter ist und schuldet nach oben immer entsprechend Dienste. Ja? Treue, Anerkennung und gegebenenfalls so und so viel berittene Kämpfer zu Pferde mit, beritten zu Pferde, ja toll, mit mächtigem Knüppel. Es ist ja nicht so, dass alle mit einem Schwert gekämpft hätten damals. Ja, ich bin ja auch Fan von Schwertern, aber so ein Speer war, glaube ich, die deutlich allgemein weit verbreitetere Waffe, aber lassen wir das. Jedenfalls, die haben dann eben ihre Zeidelhöfe und Zeideldörfer da errichten dürfen. Und interessanterweise, gerade diese Dörfer
die waren gar nicht mal so klein. Da gab es dann also mehrere Zeitelfamilien, die da zusammen gewohnt haben und jeder hatte eben in der näheren Umgebung seine Bäume, in denen er seine Beuten angelegt hat und die nochmal zusätzlich verstreute Höfe. Der Nürnberger Reichswald ist jetzt nicht besonders klein, aber bei der Zahl an Einrichtungen, die da drin gewesen sind, muss es da ganz schön eng geworden sein. Also der komplette Wald war quasi von Zeitlern durchzogen. Und dadurch, dass die Zeitler ja so angesehen waren und ein so wertvolles und wichtiges Gut produziert haben, unterstanden sie halt als Reichslehen dem Obermonarch direkt. Und das heißt, kein anderer Adliger, Fürst, Kirche oder wer auch immer aus der Region konnte denen irgendwas. Da es aber so üblich war, wenn du ein Lehen bekommst, musst du auch entsprechend was abgeben. Und zwar eben nicht nur Geld und Naturalien, sondern du musstest auch Männer stellen, falls es zum Kriegsfall kommen sollte. Und da ist interessant, dass eben für die Zeitlerschaft im Nürnberger Reichswald belegt ist, dass der König, sofern er sie dann braucht, von den Zeitlern erwarten darf, dass sie ihm... Moment... Da muss ich kurz einen Schnitt machen, muss das nachlesen. Ah doch, hier steht's. 6 Armbrustschützen zur Verfügung stellen. Das mit den Armbrustschützen ist wohl auch kein Zufall. Die Armbrust war die Waffe der Wahl der Zeitler, die damit auch den Wald patrouilliert haben, damit niemand ihren Honig klaut. Wie gesagt, das war so eine eingeschworene Gemeinschaft. Und da hatten sie also wirklich ihre... ausgebildeten Armbrustschützen, die dann genau das getan haben. Ja, also so eine Art Waldpolizei, die auf den Honig aufpasst. Deswegen war es ja auch naheliegend, dass dann auch entsprechend Armbrustschützen, weil Ritter hatten die keine, woher denn auch, für den Kriegsdienst herangezogen werden müssen. 6 Stück für den ganzen Nürnberger Reichswald. Finde ich einen ganz guten Deal. Ob das jemals dazu gekommen ist, dass die wirklich eingefordert wurden, wissen wir nicht. Mit dem Recht zur Zeitelei ging übrigens auch noch das uneingeschränkte Holzrecht einher. Die konnten sich also, sie haben ja im Wald gewohnt quasi, auch eben entsprechend so viel Holz hauen, wie sie lustig waren. Und sie genossen, weil das ja so ein wertvolles Gut ist, der gute Honig, Zollfreiheit auf allen, komplett im ganzen Reich. Also sie durften reisen, ohne ständig alle gefühlten 3 Städte neu Zoll zahlen zu müssen, weil sie jetzt gerade von der Markgrafschaft so und so in die Markgrafschaft sonst was oder ins Gebiet von Herzog XY gekommen sind, weil jeder, der da irgendwie was zu sagen hatte, konnte ja selber entscheiden, ob er Zoll entrichten lässt. Und das haben sie natürlich auch alle gemacht. Die Zeitler hat das nicht betroffen, die durften mit ihrem Honig also reisen, damit der auch ja bei denjenigen ankommt, die ihn unbedingt haben wollen, nämlich beim Obermonarch natürlich selbst. Also ich vermute mal, dass da ein gewisser Eigennutz durchaus eine Rolle gespielt haben wird. So, übrigens wurde dieses Recht zur Zeitlerei immer mal wieder weiter verpfändet von dem Kaiser so und so an wieder andere Obermotze für übrigens 200 Mark lötigen Silbers, das ist durchaus viel. Und im 15. Jahrhundert dann spätestens gingen die Rechte der Nutzung des Reichswaldes an die Stadt Nürnberg selber dann eben entsprechend auch über. So ähnlich abgelaufen dürfte das in anderen Zeitelgebieten auch sein, nämlich da haben wir noch im Fichtelgebirge, in dem die Zeitelei intensiv ausgeübt wurde, im Frankenwald, auch im Schwarzwald, vor allen Dingen in den Tannen dann, als Tannenzeitelei, in der Lochauer Heide und an der Elbe. Beziehungsweise die Lochauer Heide liegt wohl an der Elbe. In der Lausitz hat man das dann auch ganz viel gemacht. Die Lausitz kennt man heute von den Wölfen, die da ihr Unwesen oder ihr Wesen treiben, je nachdem, wie man das dann sehen möchte. Ich würde eher Wesen sagen. Die Mark Brandenburg hat auch ganz besondere Bedeutung. Und vor allen Dingen in Ostpreußen, das gibt es ja jetzt so nicht mehr, klar. Aber damals gab es da vor allen Dingen viel lindenreiche Gebiete des Deutschen Ordens. Deutscher Orden hat man vielleicht schon mal gehört. Will ich jetzt auch nicht weiter zu großartig ausschweifen. Aber gerade in diesem Bereich, da wo eben der ganze Lindenblütenhonig sozusagen gesammelt worden ist und die Linde kommt da hinten, also im Osten, deutlich häufiger vor als bei uns. Da gibt es auch zusammenhängendere Lindenwälder, die ein bisschen, ja, dominanter mit Linde versehen sind. Da hat man auch jede Menge Honig machen können.
Es war auch übrigens sehr üblich, gerade da, wo die Zeidler aktiv waren, dass man die Baumarten entsprechend angepasst hat, dass man eben das bekommt, was man auch eben braucht für den Honig, und hat zum Beispiel Kopfweiden produziert, einfach damit die ständig austreiben, damit dann auch mehr blühen. Ob das wirklich viel gebracht hat, weiß ich nicht, aber jedenfalls hat man das gemacht. Da war besonders die Saalweide sehr beliebt, weil die besonders gut zu Stockaufschlag eben entsprechend neigt und dann wieder dazu relativ viel zu blühen. Und da hat man jede Menge Nektar holen können. Linde hatten wir schon gesagt, Tanne hatten wir gesagt und sonst halt alles, unter dem Heidekraut wächst. Zeidelei hat ja absichtlich im Wald stattgefunden, weil draußen auf der Wiese, beziehungsweise draußen aus der Wiese, eine riesige Blumenwiese hat es auch damals schon nicht gegeben. Auch heute sind die knapp und heiß begehrt bei den Naturschützern und selbstverständlich auch für die Imkerei interessant, wären auch damals interessant gewesen, aber gegeben hat es die halt nicht, weil man jedes Stückchen Land, gerade im Hochmittelalter, eben benötigt hat, um da entweder Nahrungsmittel anzubauen oder fürs Vieh. Und dementsprechend bleibt gar nichts anderes übrig, als in den Wald auszuweichen. Hat jetzt die Zeidelei großen Schaden am Wald hinterlassen? Nee, dafür war es zu kleinräumig. Und selbst wenn die, weiß nicht, jeden 20. Baum hochgeklettert sind und da so eine Beute reingekloppt haben, was sie nicht haben, kann ich mir nicht vorstellen, dass das so oft gewesen ist. Wobei vielleicht schon, aber die waren nicht alle besetzt. Kann ich mir auch nicht vorstellen. Natürlich war das nicht wirklich bestandesbedrohend und hat den Wald in seiner Essenz sicherlich nicht allzu sehr geschädigt. Schlimmer war da schon eher das Holznutzungsrecht, das die hatten, dass sie sich halt so viel umhacken konnten, wie sie lustig waren. Dann kam wieder mehr Heide hoch. Dementsprechend werden sie irgendwann vielleicht auch den Rückschluss gekoppelt haben, dass wenn ich mehr weghacke, kriege ich mehr Heide, ergo kriege ich mehr Honig. Aber alles in allem muss man sagen, ist das schon eine recht verträgliche historische Waldnutzung gewesen. Schade eben, dass wir nicht mehr genau wissen, wann oder welchen Baum exakt man jetzt nehmen muss, damit die Bienen da einziehen. Aber ja, man kann ja nicht alles haben. Jo, das wäre es zur Zeidelei gewesen. Weiter geht's dann das nächste Mal mit dem Hackfeldbau. Oder Waldhackfeldbau. Und da gibt es auch wieder ganz viele Begriffe dafür. Gemeint ist zwischenlandwirtschaftliche Nutzung zwischen zweimal Holzumtrieb. Soll heißen, du hast Wald, du haust ihn um und bevor neuer Wald wächst, baust du noch irgendwelche Ackerpflanzen auf der Kahlfläche an. Und dann kommt der neue Wald hoch und irgendwann wird es zu mühsam mit dem Acker und dann lässt man den Acker wieder sein, lässt den Wald wachsen, haut ihn wieder weg, pflanzt mal zwischendrin wieder einen Acker an und ja, immer so weiter. Da gibt es auch wieder viele schöne Beispiele, wo das in Deutschland stattgefunden hat. Und wer mit mir auf Exkursion war, erinnert sich vielleicht an einen gewissen Eichenwald. Der ist tatsächlich auch aus so einem, also einer Form der Niederwaldbewirtschaftung hervorgegangen. Ja, aber dazu dann später mehr und tschüss.